Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Steel Division 2. Wir spielen heute mal die 20. Panzergrenadier-Division. Das ist die aus dem zweiten Nemesis-DLC und das ist die Division mit Elefant, Jagdpanzer und auch mit einem Befehlstiger P. Die Jagdpanzer, davon haben wir 4 Stück in Phase B und 4 Stück in Phase C. Und wenn es dann immer noch nicht reicht mit 8-8er-Kanonen, dann haben wir hier noch eine Flak 41 mit 8-8er in Phase B. Also ich glaube, gegen gepanzerte Einheiten sind wir hier recht gut aufgestellt. Wir gucken mal, wie gut wir uns gegen Infanterie erwehren können. Mal gucken. Spätrupp. Hätte ich gerne hier vorne hin. Das Kfz. Wo werden wir gebraucht? Kann mal hier hingehen. Da ist ein MG34 oben drauf. Das Ding kann sich also gegen Infanteristen ganz gut erwehren. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und wir setzen da oben, hier, Ersatztruppen. Na, die sind natürlich, die sind billig, aber halt auch, ja, billig halt. Ne? Wer billig kauft, kauft zweimal. So, jetzt also mal gucken, dass wir die hier. So. Hauptmann. Dort absetzen. Aber wir müssen auch noch in der Mitte hier ein bisschen den Jagdpanzer mal hier hoch. Ich weiß nicht, wie sehr der die Mitte bespielt. Wegen hier mal noch welche ausladen. Unterstützung haben wir hier noch. Die gehen dahin. Und jetzt haben wir noch ein paar MG42er. Die gehen mal dahin. Und hierhin. Stück 4 haben wir auch. Die sind ein bisschen schwächer als die Jagd. Wobei, warte mal, 75er mit 145 Pen. Es ist im L48. Es ist eigentlich die gleiche Kanone. Es ist irgendwie nicht richtig zu erklären, dass die Stück 40 L48 und die haben Pack 39 L. Ja, also, das sind. Das sind so kleine Details, die sind, höre Sie klar und deutlich. Die sind komisch. Kann das Stück von hier aus? Ja. Und ein Stucki hätte ich gern noch. Rot 1 an alle. Funküberprüfung. Komm. Hier. Und jetzt packen wir noch ein bisschen Infanterie in die Stadt rein. Hoch auf dem gelben Wagen. Und die gehen bitte mal hierhin und dann noch Panzergrenadiere. Die gehen auf die andere Seite. Ja, wobei, geht mal dahin und ein MG42 zu Ihren Diensten, Herr Kommandant. Hätte ich dann gerne noch. Dahin. So. Flugabwehr ist teuer. Artilleriebeobachter. Na, wir starten mal. Wir lassen mal die 30 Punkte. Mal gucken, wofür wir sie noch brauchen könnten. Dass wir dann flexibel oder flexibler reagieren können. Bin mal gespannt. Ah, er kommt hier gleich mit einem Aufklärer. Das ist natürlich nett. Okay, der fährt mitten über die
Geht denn der hin? Zero 2, Feind gesichtet. Hat jemand ein Taxi bestellt? Klar zum Gefecht, Herr Kommandant. Die greifen da schon an. Okay, wir unterstützen das hier mit weiteren Panzerkräften und hier oben Feind direkt vor eigener Stellung. Mit weiteren Infanteristen. Brauchen Sie ein paar Augen und Ohren, Kommandant? Wir führen. Ja, Hauptmann. Sehen wir uns hier um. Oh ja, guck mal, da kommt doch schon was Nettes auf uns zugerollt hier. Spähtrupp bereit. So, der Offizier bleibt mal hier. Die Grenadiere gehen dahin. Die gehen dahin. Bereit, Herr Kommandant. Wie lauten Ihre Befehle? Da gehen die Flugabwehr. Oh. Wie wäre es mit Trommelfeuer? Das geht raus, sehr schön. Speer zur Stelle. Brauchen hier mehr Infanteristen. Wenn der Scout rausgeht, haben wir nämlich schon ein Problem. Die MG-Stellung, mal die MGs besser in Stellung. LOL. Das hat sich gelohnt. Das Stuck geht mal dahin. Ja, da geht das Kfz raus. So. Ist denn der Bjagdpanzer 4 da? Der geht mal da lang. Wir unterstützen das mal im weiteren Stuck noch. Der dürfte hier gleich rausgehen. Ja. Ja, der geht da raus. Bereit für den Transport. Panzergrenadiere. Noch Feind. Nur lohnende Ziele. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Die schießen jetzt von unten auf unsere Stellung. Meld uns zum Dienst, Herr Kommandant. Der ist hinüber. Problem ist, wir haben ja nicht groß Panzerabwehrzeug dabei. Die schießen auf die MG-Stellung, okay. Das ist interessant. Der schießt auf den Valentine. Zweiter Zug, vorwärts, Marsch. Vorwärts, aber schließt die Flanken. Und die schießen da auf die. Auf das MG42, das gefällt mir natürlich nicht. So, Flugzeuge. Das ist der große Augenblick der Luftwaffe. Gucken wir mal, dass wir den Scout da irgendwie ärgern können. Auf der Suche nach Beute. Scheiße, allein erwischt. Zu Befehl, Kommandant. Ruhe, Herrhorn. Nimm die Beine in die Hand. Hat er jetzt seine Bombe nicht? Doch, hat er. Jagdpanzer bereit. Der hat uns erwischt. Sie wird aufgefasst. Wir geben auf. Wo rennen die denn hin? Tolle Schwarze. Bereit, einem Panzer den Chaos zu machen. So, und das Stück von hier hinten geht mal bitte hier hin. So, Sekunde, jetzt müssen wir mal gucken hier. Die Gruppe erwartet ihre Befehle. Zu Befehl, Kommandant. Dass die Grenadiere hier. Lanzer zur Stelle. Komm schon, die Grenadiere müssen auf den. Überprüfen
Komm schon, nimm ihn raus. Nimm den hinteren raus. Okay, dann nimm ihn raus. Scheiße. Oh, das sieht nicht gut aus. Alle Mann zurück! Jawohl, Kommandant. Feuert auf alles, was sich bewegt. Herr Kommandant? Alle Mann zurück! Verdammt, es hat mich erwischt. Verstanden. Auf der Jagd. Pack zusammen und dann los. Bereit für die Jagd. Oh, das ist jetzt richtig ekelhaft hier. Macht euch einsatzbereit. Wir müssen hier raus. Sanitäter. So, der erste Scout geht raus. Uiuiuiuiui. Das Stück muss da hinterher. Wir müssen da jetzt mal mit Flugzeugen ein Stück weit aushelfen. Ja, da gehen die raus. Oh shit! Er hat den Jagdpanzer flankiert. Oh, verdammt. Höre sie klar und deutlich. Volltreffer, sie ist zerstört. So, das Stück. Komm schon, das Stück muss jetzt mindestens zwei davon rausnehmen. Yes. Wie wäre es mit Kupfschall, Schweinehund? Was sind Ihre Befehle? Ja, scheiße. Der M3 macht das jetzt, oder? Fahrer tot ist egal. Komm schon. Yes. Und jetzt den Valentine. Komm schon, du kannst es. Schuss. Nein. Okay, das wird jetzt ekelhaft. Uiuiuiuiuiui. Weihnachten ist der Krieg vorbei. Sehr gut, das Stück hat es tatsächlich geschafft. Ach so, das war der Offizier. Ich wollte es schon sagen. Das war der Offizier. Infanterie bereit. Wir gehen mal mit denen da lang. Hui, das ist hier rechts ganz schön troublemäßig. Den Offizier haben wir halt verloren. Ist das eine ISU? Ach du Scheiße. Na, das wird ja noch lustig. Die Gruppe erwartet ihre Befehle. So, Panzer 4-5. Das ist eine Pantherwanne mit einem Panzer 4-Turm. Zieh den Arsch an, Hans. Rot 1 an alle. Funküberprüfung. Kommen. Wir müssen hier raus. Angriff! Jawohl, Kommandant. Ja, ich hätte natürlich den Punkt da ganz gerne wieder. Infanterie bereit. Damit wir wieder führen. So, das Stück hier. Marsch, aber achten Sie auf unsere Flanken. Ich hole mir hier mal noch einen Scout mit dazu. Oh, die waren gespottet. Okay, interessant. Verdammt, es hat mich erwischt. Ja, auf die Distanz gegen die Panzer ist natürlich auch ekelhaft. Ah, es hat mich erwischt! Wie lauten Ihre Befehle?
Was sind Ihre Befehle? Okay, jetzt sieht es ja schon mal ein bisschen besser aus. Lanzer zur Stelle. Das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. So, da war eine ISO. Die ist halt echt gefährlich für uns. Okay. Wow, die sind da gespottet. Die kommen da gar nicht. Churchills, okay. Na, warte mal. Wo ist... Muss ich mal kurz gucken, wo ist... Ach, hier ist der Tiger P. Was sind Ihre Befehle? Okay, jetzt kommen Flugzeuge. Flugabwehr habe ich natürlich noch gar nicht. Die Churchills da sind natürlich nicht unbedingt das, was ich haben will. Jawohl, Herr Kommandant. Feuer und Bewegung. So, aber die Elefanten sind auch teuer, ne? Das sehen wir. Was sind Ihre Befehle? Mehr Feuerkraft gefällig? So, was haben wir denn an Flugzeugen? Jäger und Stuka ist erst in der Phase C. Wir führen 13-11, aber im Moment ist das alles... Infanterie bereit. Verstanden. Aufspüren und vernichten. Wir brauchen hier mal einen Versuch. Nein. So einen wollte ich haben. Fahren die Churchills da über die Freifläche. Was, wir können nicht mehr? Verdammt, es hat mich erwischt. Feind direkt vor eigener Stellung. Zweiter Zug einsatzbereit. Feind im Visier, Feuer! Es ist mir eine Ehre, die Männer anzuführen. Zu Befehl. Naja, mach du mal die, das Stuck kann auf das Halbketten. Was? Achso, die... Ach, scheiße. Das ist natürlich jetzt echt das Problem hier. Weil die... Aber das, der Vorteil ist, wir können jetzt wieder hier hoch. Die Churchill-Panzer haben halt dann keine Sicht mehr. Und dann können wir dort die Flugabwehrteile angreifen. Bereit, Herr Hauptmann. Los geht's, Männer. Wenn in Reichweite Feuererlaubnis. Rot 1 an alle. Funküberprüfung. Kommen. Was macht denn das Stuck? Du sollst hier hochrollen, ey, verdammt. Was sind Ihre Befehle? Rückwärts, Marsch, voll zum Feind. Gehen die Grenadiere raus. So, die Grenadiere laden sich mal da. Dort müssen wir hin. Weder Freund noch Feind. Nur lohnende Ziele. Der ist hinüber. Was sind Ihre Befehle? Er nervt dann natürlich jetzt mit der Artillerie. So, das Stuck ist tot. Ja, okay. Ja, Hauptmann. Das ist natürlich, weil die Churchills da jetzt echt Scheiße veranstalten und mich nerven. Und ich habe hier gerade keine Panzerabwehrwaffen irgendwo stehen. Das ist ultra nervig. Ich höre, Hauptmann. Nicht schön. So,
die dahin, der hier bitte dahin, um... Ne, geh erstmal dahin, um das Stück zu reparieren. So, 12 zu 12. Speer bereit. Verdammt, es hat mich erwischt. So, der Ziel. Wir gewinnen diesen Krieg, das ist ein Befehl. Erkannten Feind niederkämpfen. Ah, das blöde Halbkettenfahrzeug, das nervt hier ohne Ende. Da haben sich welche ergeben. Okay, auf der anderen Seite. So, und die Churchills sind halt jetzt ein Problem hier für uns. Wo ist unser Scout? Der muss wieder da hoch. Der muss Licht machen. Noch ein Scout, der dann nervt. Zielkoordinaten, Kommandant. Vollgas voraus. Alle Mann zurück. Jawohl, Kommandant. So, hier. Auf den. Wir müssen den jetzt erstmal rausnehmen. Unterbleiben. Wir gewinnen diesen Krieg. Das ist ein Befehl. So, komm schon, nimm ihn raus. Danke. Das gibt's gar nicht, ey. Die Grenadiere sind auch schon wieder zusammengeschossen worden hier. Schwierig. Weihnachten ist der Krieg vorbei. Los geht's, Männer. Zu Ihren Diensten, Herr Kommandant. Jawohl, Herr Kommandant. Unten bleiben! Die Churchills sind halt echt ein Problem da. So, kann die 8-8er. Da ist noch ein scheiß MG, was nervt. Was natürlich, wenn ich sehe, wie die sich zurückziehen, kriege ich echt die Krise. Jetzt so, da die Panzer scheint gespottet zu sein. Deswegen knallt er da mit seiner Artillerie drauf. So, und die 8-8er. Es hat mich erwischt. Es ist mir eine Ehre, die Männer anzuführen. Nimm die Beine in die Hand! Hauptmann! Scheiße, es hat einen erwischt! Den hat's erwischt! So, der Tiger P, auf den müssen wir jetzt auf jeden Fall Acht geben. Oh! Weihnachten ist der Krieg vorbei. Okay, das ist nicht cool. Zurückfallen lassen. Da müssen wir jetzt mal mit dickerem Geschütz hier auftauchen. So, links haben wir jetzt wieder was verloren. Das gefällt mir nicht. Dann stellen wir dort mal einen Elefanten hin. Und wir holen uns auch hier mal einen Elefanten. Sanitäter! Marsch! Aber achten Sie auf unsere Flanken! Das ist natürlich jetzt doof, ne? Also der IS da, der IS-2 oder was das ist? Ja, IS-2, das ist natürlich ein richtiges Problem. Sanitäter! Gute Arbeit, Richtschütze! Überprüft Waffen und Munition. Zieh den Arsch an Hand! Es ist mir eine Ehre, die Männer anzuführen.
Okay, der ist unspotted. So, ich brauche mehr Punkte. Ich brauche mehr Punkte. Geschütz überprüft und einsatzbereit. Wollen Sie mitfahren? So, Team 0. Und Team 0 nimmt jetzt erstmal hier die Flugabwehrstellung raus. So, der geht dahin. Einsatzbereit. Auf die Flugabwehrstellung. Wir stehen unter starkem Beschuss. Zu Ihren Diensten, Herr Kommandant. Wow. Ah ja, die seit 3 Jahren nicht geschossen hat, die geht natürlich jetzt raus. Auf Feuerkoordinaten. Hauptmann, Feuerbereitschaft hergestellt. Verdammt, es hat mich erwischt. Jawohl, Kommandant. Wir haben keine. Ich will nach Hause, lass mich gehen! Also, wenn er mit irgendwas nervt, dann sind es definitiv Artillerien, mit denen er uns zu Tode nervt. Wie lauten Ihre Befehle? Holen Sie das Fernglas raus, Hufts. Mehr Feuer. So, die Artillerie. Oh, Scheiße. Warten auf Luft- oder Bodenziele. Keine Schusslinie. Zweiter Zug einsatzbereit. Ah, die sind schon gespottet. Scheiße. Was haben die für eine Reichweite? 220 Meter. Die sind schon unter Schockstarren, verdammter Mist, ey. Oh, der IS nervt. Der IS nervt so. Alter, wie kann der die denn das sehen? Die sind mitten im Wald. Bereit zum Feuern, Kommandant. Speer bereit. Alle mal zurück! Da ist noch ein IS. Ach du Scheiße, was macht er denn hier? Das gefällt mir nicht. Der Sieg liegt in Sorgfalt. Ja, und ja, genau! Ja, sicher. Er nimmt meinen Führungspanzer 5-4 dort mit einer Artillerie raus. Du bist ein ganz großer. Du bist ein ganz großer. Die haben wir niedergemäht. Wie lauten Ihre Befehle? Warum hat denn die jetzt keine Schusslinie? Wir haben keine Granaten mehr. Aha. Hauptmann, Feuerbereitschaft hergestellt. So, komm. Ja, sie prallt natürlich ab. Ah, es hat mich erwischt. So, der IS geht raus. Der hat keine Granaten mehr. Zieh den Arsch an, Hans. Also keine HE-Granaten mehr. Wollen Sie mitfahren? An dieser Position müssen wir raus. Also das ist ja wirklich eine Frechheit gewesen, dass er jetzt da meinen Panzer 5-4 da mit einer Artilleriegranate instant trifft und rausnimmt. Herr Kommandant? Jo. Waffen und Munition. Ziemlich verarschen. Fahrer zurück, aber schön vorsichtig. Wie lauten Ihre Befehle? Wie feind, wie leer. Ja, dass er von dort kommt, war fast zu vermuten. Das haben wir ja vorher schon gesehen. Könnte es kaum erwarten. Den hat's erwischt. Was? Jagdpanzer bereit. Panzergranate gerichtet.
Was macht der? Was macht der? Hey, was? Um Gottes Willen! Ja. Ich würde gerne bitte mal neu laden. Jawohl. Warum fahren die denn? Warum? Warum? Liebe KI, erkläre es mir. Einfach nur, warum? Unfassbar. Da gehen gerade 500 Punkte den Bach runter. Oh, da wird mir schlecht. Da wird mir echt schlecht. Wirklich, da wird mir schlecht. Und der IS steht immer noch da oben jetzt. Wie sind denn die noch... Er schießt immer noch mit seiner Artillerie ein. Oh, da wird mir... wirklich, da wird mir anders. Wie kann denn das bitte schön sein? Bereit, Herr Kommandant. Was ist das? Da, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wir wurden getroffen! Hier fliegt bald alles in die Luft. Valentine, Valentine. Es hat mich erwischt. Ja. Er nimmt den Versorger raus. Das ist natürlich das Blödes. Ja, Hauptmann? Scheiße. Also, das war richtiger Mist hier. Feuer bereit. Packt zusammen und dann los. Infanterie bereit. Ich habe nichts gegen den IS. Das hat gesetzt. Verstanden. Bereit, Herr Kommandant. Ah, es hat mich erwischt! Was können wir für Sie tun? Jawohl. Wir müssen hier raus. Kann mir jemand erklären, was das Flugzeug da macht? Wir greifen jetzt an. Jawohl, Hauptmann. Oh, verdammte Scheiße. Notfall, Hilfe! Was ist jetzt rausgegangen? 200 abbrechen. 6 Schuss. Ende. Voll ins Schwarze. Jawohl, Herr Kommandant. Wie Feind. Wie leer. Was sind Ihre Befehle? Aha. Ziel ausgeschaltet. Hier fliegt bald alles in die Luft. Ich muss mal kurz durchatmen, weil wir haben... Ach du Scheiße. Wie lautet Ihr Befehl, Hauptmann? Verdammt. Wir haben gerade sehr große Probleme, weil er kommt jetzt mit so vielen Panzern. Scheiße. Ja, verdammte Scheiße. Verstanden. Verlegen Feuerstellung. Also wir haben massive Probleme. Ich weiß nicht, warum die da noch hingehen. Meld uns zum Dienst, Herr Kommandant. Feuert auf alles, was sich bewegt. Wie lauten Ihre Befehle? Zurück! Und zwar langsam! Und es steht 10 zu 14. Sieht gerade gar nicht gut aus. Erwarte Koordinaten. Ja, Kommandant. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Eieiei. Also das ist dieser IS da. Brauchen Sie ein paar Augen und Ohren, Kommandant? Ich brauche jetzt hier erstmal meinen letzten Unterstützer, um den Elefanten wieder aufzumunitionieren. Wobei das, glaube ich, keine gute Idee ist. Die sind auch... Ach du Scheiße, was kommt denn dort? Hauptmann,
gesichtet. Jawohl, Hauptmann. Der hat uns erwischt! Wahrer Gefechtsgeschwindigkeit. Marschgeschwindigkeit erreicht. Er nimmt uns jetzt so den Punkt weg. Bereit, einem Panzer den Gar auszumachen. So, wo ist hier der IS? Jawohl. Feuer bereit. Ja, das Ding ist noch nicht verloren, aber dieser Tiger-P-Move, ich hab das... Ach ja, da ist wieder unser Lieblings-IS. Wie lauten Ihre Befehle? Ich hab nichts gegen den. Ich habe nichts gegen diesen scheiß Panzer, ey. Feind direkt zur eigenen Stellung. Roter Zug, einsatzbereit. Wieso hat denn der jetzt ein kaputtes Getriebe? Scheiße, ein kaputtes Getriebe ist natürlich auch eine Katastrophe. Vielen Dank, mein Hans. Mhm. Der Kommandant? Haha, das ist es. So, der Munition. Wir müssen hier raus. Ach du lieber Himmel! Scheiße. Nein, nicht dort lang. Ich verliere die komplette rechte Flanke. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, die 8-8er ist da jetzt völlig für den Arsch. Also, er überrennt mich rechts komplett gerade. Jabo bereit. Brecher ab, Ende. Ich habe getroffen. Jawohl, Herr Hauptmann. Jawohl. Passt auf euch auf, Kameraden. Ich hab überhaupt keinen Plan, was er da rechts gerade mit mir macht. Und so viel Infanterie schon wieder. Melden uns zum Dienst, Herr Kommandant. Wow. Warte mal, ich habe auch keine Punkte mehr. Den Feind hat's zerlegt. Wenn ich wenigstens Punkte hätte, aber doch die. Fahr unten lang, bist du des Wahnsinns! Ja, die 8-8er, die ist natürlich jetzt. Ziel ausgeschaltet. Nicht schießen, wir geben uns. Fahren Sie fort, Bodo. Wir wurden getroffen. Auf der Suche nach Beute. Natürlich der Schütze außer Gefecht gesetzt, natürlich. Kehren zurück zum Fliegerhorst. Ich weiß nicht, was da steht, aber der Elefant kann es nicht durchschlagen. Jawohl, Hauptmann. Natürlich nochmal der Schütze außer Gefecht gesetzt, natürlich. Ach, der war auf Rückzug geschossen. Und deswegen hat er sich umgedreht. Jawohl, Herr Hauptmann. Luken dicht, wir greifen an. Klasse, Ziel
Die Valentines sind ein ziemliches Problem hier. So. Flieger sind Sieger. Dann kümmern wir uns erstmal um die. Aha! Der Flakpanzer natürlich. Brecher ab, Ende. Jawohl, bereit. Verdammt, ich wurde schwer getroffen. Wahrer Gefechtsgeschwindigkeit. Jawohl, Hauptmann. Das ist der große Augenblick der Luftwaffe. So, die hier bitte. Okay, der geht raus. Dann evacke dich mal. Ich habe getroffen. Okay, sehr gut. Natürlich nimmt er das Stück noch raus. Natürlich nimmt er das Stück noch raus. Wir wurden aufgeklärt. Meldung zum Dienst, Herr Kommandant. Ui, das war knapp. Jawohl, Hauptmann. Gute Arbeit, Richtschütze. Auf wen haben Sie es abgesehen? Holen Sie das Fernglas raus, Ruf. Welchen Elefanten hat er jetzt raus? Ach nee, er hat die U rausgeschossen. Okay, ich wollte schon sagen. So, 13-11. Wir pushen hier mal weiter, damit wir hier noch Punkte kriegen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Jagdpanzer bereit. Gut gemacht, Schütze. Meld uns zum Dienst, Herr Kommandant. Infanterie bereit. So, wir müssen halt hier nur die Punkte zurückerobern. Natürlich war der Spätrupp gespottet. Natürlich war der Spätrupp gespottet. Verdammt. Holen Sie das Fernglas raus, die beiden anderen Panzer da hat er auch rausgenommen. Naja, gut, die sind zumindest erstmal alle soweit unter. Ja, die 8-8er macht das da. Was sind Ihre Befehle? Vorwärts, Marsch! Voll ins Schwarze! So, an den Punkten müssen wir halt wieder ran. Scheiße, da ist noch ein IS. Jawohl, Hauptmann. So schnell wir können. Auf geht's. Bei Sichtkontakt Feuer. Auf der Suche nach Beute. Tja, die IS sind halt echt ein Problem für uns. Es steht zumindest wieder 12-12. Weil wir halt auf der anderen Seite extrem durchpushen. Meld uns zum Dienst, Herr Kommandant. Hier ist noch ein Punkt, den wir ihm wegnehmen können. Aber ich habe halt kein wirklich probates Mittel gegen... Brauchen Sie ein paar Augen und Ohren, Kommandant? Er pusht jetzt auch die Mitte hart. Fehlen die Punkte, ne? Also er ist echt gut hier auf meiner Seite.
Wir profitieren gerade nur von der anderen Seite. Dass der Scout hier auch so unzuverlässig arbeitet. Das ist der große Augenblick der Luftwaffe. Was gibt's, Leitstelle? Zieh den Arsch an, Hans. Feind direkt zur eigenen Stellung. Alter, Ende. Ich habe getroffen. Ah, es hat mich erwischt. Verstanden. Panzergranate geladen. Verdammt, es hat mich erwischt. Yes, der Elefant macht da einen guten Job. Wir haben keine Granaten mehr. Wir müssen hier raus. So, 13-11. Jetzt sind da die 8-8 da oben. Ach, guck mal, da ist unser Freund. Na, ist super. Ah, es hat mich erwischt. Gute Arbeit, Lichtschütze. Brave 4. Oh, sehr gut. Kehren zurück zum Fliegerhorn. Das war wichtig. Getriebe, Getriebe, Getriebe. Erzähl mir irgendwas Neues. So, 13-11. Speer bereit. Angriff! Den Fall hat es zerlegt. Bereit, Herr Kommandant. Okay. Schlachtflieger bereit. Schön, wie die von oben auf uns runterschießen können, aber wir den im Gegensatz nicht schießen können. Das ist echt ein Traum. Herr Kommandant? So, wir müssen an den Punkt rankommen, dann steht es nämlich schon 14-10. Es hat mich erwischt. Ja, gut. So, ich glaube, so langsam gehen ihm Lass mich raus! Ich will nach Hause! Lass mich gehen! Nachschub ist schon unterwegs. Wir haben keine Granaten mehr. So, wir haben aber noch ein paar Stuckis, die wir hier reinschicken können. Und wir haben auch noch einen weiteren Elefanten, den wir hier reinschicken können. So, dann pushen wir hier mal rüber. Der Scout macht da mal den schnellen Move. Natürlich kommt er wieder mit seinem ja, externer Artischlag. Da hinten steht er ja auch schon. Zweiter Zug einsatzbereit. Rückwärts, Marsch! Zu Ihren Diensten, Herr Kommandant. Holen Sie das Fernglas raus, Ufts. Freie Jagd. Ob stürmt oder schneit. Sanitäter! Er greift tatsächlich den Scout an. Das bezahlst du jetzt aber teuer, mein Freund. Wiederholen Sie, Gefechtsstand. Komm, da opfere ich auch jetzt auch meinen Jäger dafür. Ne, schafft er tatsächlich nicht. Schafft er nicht. Wir haben auch keine gute Artillerie hier. Nimm die Beine in die Hand! Volltreffer! Sie ist zerstört! So verstanden. Ende. Ich höre, Herr Hauptmann. Es hat unser Offizier Stein erwischt. Zurück! Und zwar langsam! Marschbereitschaft hergestellt.
Na, er hat sich gleich auf den Scout fokussiert. Abstände vergrößern. Okay, was nimmt er uns jetzt raus? Ach, den Scout. Nimm die Beine in die Hand. Und er hat doch den Elefanten da rausgenommen. Mit der 45er oder was? Naja, gut, okay. Infanterie bereit. Also von mir aus war das keine gute Runde. Wir haben keine Granaten mehr. Der externe Artischlag von ihm haut da tatsächlich ziemlich rein. Zielkoordinaten, Kommandant. Feuert auf alles, was sich bewegt. Den Feind hat's zerlegt. Verstanden. So, ich hätte gern mal noch einen weiteren Scout hier. Und so langsam gehen ihm, glaube ich, die Infanteristen aus, habe ich den Eindruck. Ruhe, herhören. Das Einzige, was er halt noch hat, sind seine blöden Artischläge. Was sind Ihre Befehle? Übrigens hat er uns beide Jäger rausgenommen bei dem Angriff auf die IL-4. Flugabwehr. Den Feind hat's zerlegt. Lanzer zur Stelle. Hat hier oben auf dem Hochplateau echt noch einiges stehen. So, die Strelki. Yes, die ergeben sich. Sehr gut. Achtung, Feind im Nahbereich. Stehen bereit. Scheiße, das war klar. Ja, Hauptmann. Feuert auf alles, was sich bewegt. Zweiter Zug einsatzbereit. So, die gehen da raus. Ach Gottchen, die haben schon wieder alle keine Munition mehr, oder was? Aber wir haben auch keinen weiteren Versorger. Der ist doch schon wieder auf 100... Krass, wie, also... da kommt der nächste Art, externe Artischlag. Ach Gott, was der da alles am Flugabwehr hat. Ja, 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 okay, okay, okay. Ich hab's verstanden. Rot 6, kampfbereit. Der ganze Wald ist voll mit. Wie lautet Ihr Befehl, Hauptmann? Ja, da geht mein. Geht der Jäger raus. Ich will nach Hause, lass mich gehen! Siegpunkt erreicht, raus mit euch. Jawohl, Kommandant. Jawohl. Ein MG. Bereit, einen Panzer den Garaus zu machen. Der Punkt wäre noch geil, dann steht es nämlich schon 16 zu 8. Wir haben keine Munition mehr. Angriff! Ich bin mir nicht sicher, ob das mit den Panzern hier eine geile Idee ist, weil wir nicht wissen, was der in dem Wald noch alles hat. Aber da müssen wir jetzt durch. Hoffentlich nicht zu viel Panzerabwehr. Verstanden. 37 mm, das ist die Flak, die wir hier schon... Ja, doch. Hier hat er irgendwo noch Pack stehen. So, das MG dort.
Dann das MG, hier die Infanterie in dem Wald. Ja, das sieht auch gut aus. Gute Arbeit, Richtschütze. Verstanden. Haha, das hat gesessen. Wie lautet Ihr Befehl, Hauptmann? An dieser Position müssen wir raus. Der Sieg liebt die Sorgfalt. Scheiße, das war klar. So, wir haben es ja fast. Sind wir fast an den Punkt dran, aber er hat sich. Hier pusht er jetzt gerade wieder zurück, so wie es aussieht. 14-10. Ja. Die beiden Punkte wären halt echt geil. Reiter Hauptmann. Jawohl, Herr Kommandant. Natürlich schießt er wieder genau auf die Stelle von meinem Scout. Wir wurden aufgeklärt. Auf der Jagd. Ich will gar nicht wissen, was da noch alles im Backup steht. Speer zur Stelle. Muss doch direkt irgendwo was vor uns stehen. Anders kann ich mir nicht erklären, dass die Punkte da so umkämpft sind. Der hier vor allen Dingen. Ruhe, herhören. Feind direkt zur eigenen Stellung. Ach, guck mal da. Und da kommt noch Infanterie nach. Was ist das? Das scheint eine Flugabwehr zu sein. Oh, nee. Hui! Also ja, eine Flugabwehr, aber... Oh, scheiße, ein Dreck. Stehen bereit. Da kommen Offiziere. Der ist hinüber. Sanitäter! Okay, jetzt gehört uns der Punkt, aber das ist gut. Jawohl, Hauptmann. Na, jetzt schon wieder nicht mehr. Verdammt. Verdammt! Er hat zum Glück nicht den Ferdinand rausgenommen, sondern nur den Jagdpanzer. Ach, du ahnst es nicht. Da ist doch noch was. Eine Isu. Ich befolge nur Befehle. So, hier, die muss raus. Kommt schon. Und der Ferdinand kloppt sich jetzt mit der ISU, bitte. Kommt John. Maximaler Einsatz für die 85 mm. Jetzt kommt raus. Na, endlich. Ach, der kloppt sich mit der ISU da hinten, okay. Aha, keine Ahnung wie, aber... Den Feind hat's zerlegt. Klasse, Ziel zerstört. Ja, die Flugzeuge gehen raus. Jawohl, Hauptmann. Mal gucken, ob der jetzt... Gute Arbeit, Richtung. Naja, er kriegt immer noch kein Schussfeld auf die ISO. Verstanden. Schon erledigt. Mehr Feuerkraft gefällig. Ist jetzt blöd, dass die ISO da hinten unspotted ist. Eventuell kann er jetzt, ja, er kann von hier oben auf die ISO schießen. Bereit, einem Panzer den Gar auszumachen. Oh, er trifft zwar, aber er macht nicht. Oh, unser Elefant kann eher schießen. Yes. Okay, wir ziehen uns zurück. So, 16-8. Wir schicken die jetzt mal hier oben lang, damit wir an den Punkt gegebenenfalls noch rankommen. Und hier, wie gesagt, hier hinten schon noch irgendwo eine. Der zieht sich mal zurück, weil das ist mir jetzt zu heiß. Und hier noch ein Jagdpanzer 4. Mal gucken, ob wir an dem Punkt noch irgendwie rankommen. Es hat Unteroffizier Steine erwischt. Haben wir hier noch einen Scout? Ne, einen Scout haben wir hier leider nicht mehr. Ich mache hier gar keine großen Anstalten. Wir gehen mal noch hier in den Wald rein. Und klären den hier auch. Also klären das.
Er schießt natürlich auf meinen Scout, dann verlegen wir ihn. Er hat noch echt einen Haufen Flugabwehr da stehen. Bereit für die Jagd. So, die beiden Ferdis pushen da jetzt vor, auch wenn sie noch keine Aufklärung haben. Die gehen hier mal in den Wald rein, mal gucken, was sie dort noch so finden können. 16:8, 1:35. Der rutscht mit nach vorne. Also das war schon nicht ohne hier. Also auch dieser Verlust der... Ach, die haben sich umgedreht, um mich in die Stadt reinzuwirken. Ach du Scheiße. Ja, okay. Kannst du bitte mal vorwärts fahren? Warum fährt er rückwärts? Ja, wir hätten gleich den nächsten Fall dann wieder verloren auf die Art und Weise. Schon wieder diese EL4, die nervt natürlich. So, jetzt haben wir es aber gleich. Mit ein bisschen Glück kriegen wir den Punkt da sogar noch. Den Spätrupp setzen wir jetzt direkt oben hin. Ach, guck mal. Natürlich, die 85er macht es noch. Verdammt, es hat mich erwischt. Damit, ja, die Erfolgsquote des Gegners. Alter, dreh dich! Ja, schade. Die 85er hätte ich jetzt schon noch gerne rausgenommen. Das war keine gute Runde. Das war weit weg von einer guten Runde. Meine Fresse, war das anstrengend. Gut, dass die Position da oben auf der Anhöhe, da muss man wissen, wenn man da den Angriffsbefehl gibt, wenn die sich dann umdrehen, ja, dann machen die halt solche Dummheiten. Das war jetzt aber auf jeden Fall nicht wirklich lustig. An für sich eine gute Division, die halt einfach die Linie halten kann, denn wenn die Ferdinand so die Elefanten einmal gut stehen, dann hat der Gegner kaum irgendwas dagegen entgegenzusetzen. Vielleicht Flugzeuge, ja, da muss man eine gute Flugabwehr stehen haben, dann halten die aber wirklich gut die Linie. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.